Mein Gott, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar in diesem Video gibt es wieder ein Baubattle in Minecraft. Und wir sind nicht alleine hier, nämlich mein Gegner, also in Wirklichkeit gar kein Gegner, ist hinter mir, der liebe Quasar-Kaktus. Was geht ab? Hallo. Und wir machen heute ein Baubattle. Wir werden heute ein Haus bauen und am Ende dürft ihr in den Kommentaren entscheiden, welches das bessere Haus ist. Ich würde sagen, wir rüsten uns jetzt erst einmal aus und dann sehen wir uns gleich. So, Freunde, wir haben uns jetzt hier fertig ausgerüstet und ich fange jetzt hier an, mein Haus zu bauen. Ich glaube, er hat auch schon angefangen. Erst einmal hier einen Grundriss bauen. Ich möchte natürlich ein schön großes Haus mit einem wunderbaren Panoramadach haben. Und sei mir ehrlich, hast du schon Pläne, wie du es bauen willst? Ich denke, ich baue mir einfach ein kleines Wasserhaus, schöne Dekoration, kleiner Garten. Okay. Auf jeden Fall besser als das. Okay. Und auf jeden Fall haben wir auch nur 15 Minuten dafür Zeit, also wir müssen uns echt beeilen. Und ja, ich glaube, ich habe ja ein bisschen groß gebaut, aber wir sind Profis, Freunde. Das macht uns auf jeden Fall absolut rein gar nichts. Müssen wir erstmal die Erde hier noch wegmachen. Kommt hier erst einmal ein schöner Boden noch rein. Ich habe nämlich Bock auf einen richtig krassen Boden noch, bevor wir das ganze Haus hier in die Höhe setzen werden. Ich glaube, Java-Projekt mit meinem Server, das wird auch geil. Wenn der Community mitmachen darf, ich hoffe, es kommen irgendwelche drauf, ja, dann wird schon geil. So, auf jeden Fall steht jetzt hier erst einmal so ein bisschen von unserem Grundriss, also eine Mauer und ein bisschen Glas. Ich habe hier extra diese weißen Scheiben genommen, weil ich denke, das sieht ein bisschen cooler aus. Der Boden ist auch soweit schon mal drin. Vielleicht machen wir noch Teppich rein. Und ich habe mir überlegt, wir werden jetzt den lieben Quasar-Kaktus einmal pranken. Und zwar baut er da drüben und wir werden jetzt einfach rüberfliegen und einfach mal ein paar Blöcke abbauen und dann einfach mal schauen, wie er reagiert. Der ist gerade im Haus drin. Das heißt, wir werden jetzt einfach hier aufs Dach fliegen. Einfach hier ein bisschen Rambazamba machen und wieder rüberfliegen. Let's go. Er hat nichts bemerkt. Elias? Ja. Warst du nicht mehr drüben? Nein. Hä? Hey Bro, ich baue hier an mein Haus, ja? Also ich will gegen dich gewinnen und ich habe gar keine Zeit jetzt irgendwie zu dir rüber zu fliegen, weil ich meine, ich werde sowieso gewinnen und da hat deine Hütte, glaube ich, gar keine Chance. Ja, bist du dir ganz sicher? Ich bin mir ganz, ganz sicher. Du warst nicht drüben. Ich war nicht drüben, ey. Also Leute, ihr könnt es auf jeden Fall bestätigen, ich war nicht drüben. Also das ist echt eine Frechheit, weil ich baue hier gerade ganz gemütlich an mein Haus und ich habe da gar keine Zeit dazu, weil ich will ja gewinnen und nicht irgendwie den Verlierer da drüben zuschauen. Ich habe hier immer ein bisschen
Probleme bei der Inneneinrichtung, die richtige Inneneinrichtung zu finden, ne? Ich weiß auch nicht. Also ich schaue mal raus, was der jetzt ganz schön. Ja, ich baue meins hier aus, Plattenquarzblock. So, auf jeden Fall sind wir jetzt schon ein ganzes Stück weitergekommen. Mein Haus steht jetzt auf jeden Fall. Ich werde da jetzt auf jeden Fall dann noch ein besseres Dach hinbauen. Und auf jeden Fall seht ihr hier, ich habe hier jetzt noch eine Treppe gebaut, weil hier unten soll so mein Schlafzimmerbereich hinkommen mit Essbereich und so und vielleicht so ein kleines Feuer. Und hier oben wird die Küche hinkommen. Auf jeden Fall kommt auch noch ein Pool hin und ein Garten. Also da habe ich auf jeden Fall auch noch mega Bock drauf. Und wie läuft es bei dir so? Also ich glaube nicht so gut wie bei mir. Ich nehme jetzt noch nicht so viel vor wie du. Ich werde da einen zweiten Raum für mein Haus drauf. Ah, nicht so viel. Bücherregale. Bücherregal, okay. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ein oder andere Gang. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Endergebnis, aber wir kennen ja den wahren Sieger, ne? Wenn du das sagst. Ja, ja. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall noch ein bisschen weiter die Küche bauen. Natürlich auch hier dieses weiße Glas, das gefällt mir auf jeden Fall mega gut. Und auf jeden Fall kommt dann draußen auch noch vielleicht so ein bisschen schöner Eingangsbereich hin. Ich gucke, dass ich den vielleicht ein bisschen schön machen kann. Und genau, mein Haus seht ihr gleich. Es kam ein bisschen wenig Bauabschnitte, aber dafür lasst euch gleich überraschen, wie es aussieht. Und wir fliegen jetzt als erstes mal zu ihm rüber und schauen mal, wie sein Haus aussieht. Und so von außen macht es auf jeden Fall einen recht krassen Eindruck, auch mit dem Dach und so. Danke, danke. Okay, auch das, also wir haben hier, das sieht, das sieht echt richtig nice aus, so ein kleines simples Holzhaus. Ich weiß nicht, ob es noch einen Dachboden hat. Auch wenn wir jetzt das Dach angucken, das ist auch mega gut gebaut. Und dann hier in die Länge und in die Breite. Oha, ich muss schon sagen, von außen kriegst du schon mal 10 von 10 Punkten von mir. Und ja, jetzt werden wir auf jeden Fall mal reingehen. Und okay, eine Zielscheibe, ein Bild und... Also zum Arbeiten hier. Ach, zum Arbeiten, okay. Kann man keine Musik spielen, wenn du CD hast, die du nicht hast. Oh, okay. Ich komme dann zu meinem, anderen Raum. Ich sehe schon, gebildet bist du auch, ja? Natürlich, Bücher. Und Räume. Und hier ist noch ein Bett, also so Gästebett. Also auf jeden Fall eine richtig coole Einrichtung. Also man kann hier auf jeden Fall chillen, da oben auch. Also drei Betten, er hat auf jeden Fall an mich gedacht. Dann hier auf jeden Fall noch so eine, wie soll ich das nennen, so eine Rüstung. Und... Rüstungsschalei, ja. Ja, schöner Teppichboden. Der rote Teppich passt auch übertrieben gut zu den Farben, finde ich. Also das ist auch wirklich mega, mega gut gemacht. Und ich würde sagen, dein Haus insgesamt eine 8 von 10 geben. 8 von 10 bekommst du von mir. Guck mal hinter diese Platte. Hinter die? Was? Hä? Was ist jetzt, wenn ich den Hebel drücke? Dagegen. Dann komm mit. Nein! Nein! Hä? Hier ist ein paar Kissen.
Falls ich mal was Geiles lagern will. Ja. Oha, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also doch, dann kriegst du jetzt doch eine 9 von 10 von mir. Das ist ja... Danke. Hä, das ist ja übertrieben geil. Also eine 9 von 10 gebe ich dir. Und ich würde sagen, als nächstes schauen wir mein Haus an. Okay, okay. Dann fliegen wir mal rüber. Also, es ist nicht perfekt geworden. Ich hätte es kleiner machen müssen, okay, aber es hat ein bisschen zu großen Ausmaß bekommen. Und ja, das hier ist mein Haus. Es ist mit dem Schreiben so prächtig. Ja, so vom Design, also ich finde schon, das ist Quarz, oder? Ja, genau. Ich habe es aus Quarz gebaut. Ich habe gedacht, ja, vielleicht sieht es krass aus, weil so, wenn man jetzt mal die Villen guckt und so, die sind ja auch immer so, keine Ahnung, weißlich oder so gebaut. Mein Haus hat aber keine besonderen Effekte, also man kann jetzt nicht so wie bei dir irgendwie so ein Regal verstehen. Und ja, das hier ist mein Haus. Es ist mit dem Schreiben so richtig. Ja, so vom Design, also ich finde schon, das ist Quarz, oder? Ja, genau. Ich habe es aus Quarz gebaut. Ich habe gedacht, ja, vielleicht sieht es krass aus, weil so, wenn man jetzt mal die Villen guckt und so, die sind ja auch immer so, keine Ahnung, weißlich oder so gebaut. Mein Haus hat aber keine besonderen Effekte. Also man kann jetzt nicht so wie bei dir irgendwie so ein Regal verschieben und so. Ja, das war jetzt auch nichts Besonderes. Das ist einfach das Letzte. Aber also mir gefällt dein Haus eigentlich. Aber ich finde halt, also bei so einer Villa geht es in die Richtung so, brauchst jetzt nicht unbedingt so ein Dach, aber das so... Ja, das hätte ich auch noch machen müssen. Zu langweilig. Ich würde sagen, willst du mal reinschauen? Natürlich. Also, auf jeden Fall fange ich mal an. Teppichboden, da habe ich gedacht, wunderschön. Wir machen super, hier super, so eine Chill-Ecke mit einem Bücherregal, wo man sich ja auch mal hinlegen kann, ein bisschen, keine Ahnung, entspannen kann. Ja, schöne Chill-Ecke. So, hier ist ein Fernseher darstellen hier? Lesepult. Hä? Das ist ein Fernseher hier darstellen? Das ist ein Fernseher. Wunderschön. Man sieht hier gerade, hier läuft gerade Römer kämpfen, ja, ja. Okay. Dann ist hier auf jeden Fall ein Esstisch, ein großer Familienesstisch. Oder wo halt Freunde hier herkommen können, ein bisschen sehr essen können. Habe ich extra aus Holz gemacht, weil man kennt vielleicht so Schneidbretter und so. Und genau, dann würde ich sagen, gehen wir hier weiter. Hier ist mein Schlafzimmer. Okay. Habe ich hier gedacht, ja, ganz solide, einfach, ich brauche nicht viel. Einfach hier Bücher, damit ich halt nachts nochmal ein bisschen lesen kann. Und halt aufentspannt nochmal zwei Lampen. Du siehst das Ganze ein bisschen grünlich gehalten, weil einfach grün meine Lieblingsfarbe ist. Ah, okay. Dann gehen wir hier wieder raus. Dann kommen wir jetzt in meinen Wellnessbereich. Auf jeden Fall habe ich hier einmal einen großen Pool, wo man auf jeden Fall schwimmen kann. Und dann auf jeden Fall habe ich das Ganze hier mal im Schwimmbad gesehen. Haben wir hier ja sowas, wo man sich hinsetzen kann, ein bisschen die Füße ins Wasser tun kann. Also so quasi wie so ein Fußbad quasi. Schöne Lampen habe ich mir hier reingebaut, ne? Ja, mit den Seelampen passt wirklich gut mal Wasser. Ja, das sind halt so ein bisschen zum Relaxen, ne? Ja. Und dann auf jeden Fall geht's hier hoch, habe ich mir gedacht, vielleicht so eine Treppe und nicht alles so in ein Geschoss. Geht's hier hoch in die Küche, ganz simpel, einfach nur ja, zwei Öfen und hier, das hier ist als Arbeitsplatte gedacht und hier noch so einen kleinen Tisch, falls ich alleine esse und denke, ich habe Bock in der Küche zu essen, mit schön bisschen Ausblick so nach draußen und so. Sehr schick. Das also ist auf jeden Fall mein Haus. Ich würde mein Haus schon, also immer warte. Sehr schön. Wir haben was vergessen. Oh. Hier geht's in die Garage. Habe ich mir gedacht, ja, für Autos kein Tor, weil Tor muss noch geliefert werden, ja. Also, okay. Und hier hinten kommen wir noch in meinen Garten, wo ich noch einen kleinen so Whirlpool, kleiner Pool einfach noch habe mit ein paar Blumen und so. Nichts Großartiges. Hier die Fläche freigelassen, um vielleicht
keine Ahnung, ein bisschen mal raus kurz zu gehen, mal in die Sonne zu gucken, dann aber auch schon wieder reinzugehen. Also keine Liegen. Ich wollte meinen Garten ein bisschen, wie soll ich sagen, clean halten, ja? Also nicht vollpacken und Ja. so, sondern eher einen kleinen schönen Garten mit einem schönen Pool. Sehr schön. Schönen Holzzaun. Das Ganze hinter die Garage, wo man auch die Möglichkeit hat, dann von meinem Garten aus in die Garage und da dann ins Haus zu gelangen. Also das ist auf jeden Fall mein Haus. Wow. Also, ich fand es wirklich gut, ändern Richtung Garten. Das mit dem Whirlpool und so. Oder dem Pool im Haus. Gute Ideen. Schöne Designs. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war ein bisschen außen halt die Form. Echt? Aber wenn man drin ist, ja, natürlich, das macht jetzt nicht das Beste unbedingt. Oder dass er auf einmal einen Block in der Luft hängt. Auch Ja. innen wirklich schön. Ich würde sagen, nicht schon wieder 8 von 10. 8 von 10, Natürlich nicht der Good Deal oha. war jetzt. Also, wie gesagt, schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich werde nach der Veröffentlichung, werde ich auch nochmal einen Community-Post raushauen mit einer Abstimmung, wo ihr auch nochmal abstimmen könnt, wer das bessere Haus gebaut hat. Und dann würde ich sagen, jawohl, er macht schon Feuerwerk zum Abschluss. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Natürlich immer wieder mit dir. Sehr schön. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.